Das heißt, es wird mit der definierten Kraft, das war hier eine Tonne, am Baum gezogen, sodass er im Millimeterbereich reagiert und wir davon durch ein mathematisches Modell ableiten können, ob der noch stabil ist, hochstabil, aber auch standsicher, um zu sagen, okay, wir können weiter an dem Baum festhalten, der kann hier weiter stehen bleiben und wir können davon ableiten, auch welche Maßnahmen notwendig sind. Zur Standsicherheitsprüfung haben wir hier oben ein Seil eingehangen, ja, und haben den Windlast simuliert und rechnen dadurch hoch, was er an Standsicherheit im Wurzelbereich noch vorhanden ist. Die Messungen hat gezeigt, dass es im Standbereich, also die Standsicherheit gut ist, ja, aber die Bruchsicherheit im oberen Bereich ist nicht mehr ganz so, ist so an der Grenze. Das heißt, wir müssen an den Baum einen kleinen Rückschnitt vornehmen, ja, die Krone etwas anformen, angleichen, die Windlast rausnehmen von der Höhe her und dann kann der Baum noch jahrelang stehen. Das ist eine frohe Botschaft für uns, dass der Baum weiter erhalten wird.